Der große Preis von Portugal in Almada, das Stadion voller begeisterter Fans, die am letzten Tag die Judo-Schwergewichte sehen wollten. In der Klasse unter 90 Kilo siegte der Bulgare Ivailo Ivanov über den starken Christian Todt aus Ungarn in einem sportlich fairen Wettkampf. Skander Hadžića, Sportdirektor des IJF, übergab die Medaillen. Im Judo respektiert man seinen Gegner, immer. Wir sind Freunde und wir sind gleichaltrig. Wir beide haben Kinder und vor unserem Kampf schickte er mir eine Nachricht. Ich freue mich auf unseren Kampf und ich mich auch. Das ist Sport. Im Kampf gebe ich alles und danach sind wir Freunde. Patricia Sampaio war in der Klasse bis 78 Kilo die Heldin des Tages. Sie gab dem portugiesischen Publikum, wofür es gekommen war. Sie kämpfte sich durch die Vorrunden, fest entschlossen, Gold für Portugal zu holen. Und das tat sie. Mit voller Konzentration und einem taktischen Sieg im Finale holte sich Sampaio ihr erstes Grand Prix Gold. Das Stadion war begeistert für diesen Sieg für das portugiesische Judo. Inês de Medeiros, Bürgermeisterin der Stadt Almada, überreichte ihr das verdiente Gold. Unglaublich, dass so viele Menschen hier waren. Ich komme nicht aus Lissabon, ich wohne 2 Stunden entfernt. Meine Familie und Freunde aus dem Verein haben sich in die Autos gesetzt, um mich anzufeuern. Ich habe keine Worte für das, was ich heute hier erlebt habe. Es war unglaublich. In der Gewichtsklasse unter 100 Kilo besiegte Ilya Sulamanidze aus Georgien den japanischen Youngster Arai und festigte damit seine Position als Nummer 1. Er erhielt seine Medaille von IJF-Kampfrichter-Supervisor Carlo Knöster. Über 78 Kilo nahm Kim Hayun, Portugal, die Hoffnung auf weiteres Gold. Rachel Nunes erkämpfte sich Silber. Die Medaillen überreichte IJF-Kampfrichter-Supervisorin Cassie Fleury. In der Klasse über 100 Kilo holte Kim Min-jong allein 4 Goldmedaillen für Südkorea, das sich mit insgesamt 6 Medaillen an die Spitze des Spiegels setzen konnte. Rang 2 belegt Gastgeber Portugal mit 2 Gold- und einer Silbermedaille. Das portugiesische Judo-Team kann diesen Grand Prix als großen Erfolg verbuchen.